Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute spielt Fortuna wieder gegen Aue, hoffentlich dann nochmal genauso erfolgreich wie letztes Wochenende. Wieder zu Hause. Hoffen wir, dass Daniel Thun die Mannschaft wieder gut eingestellt hat und dass wir jetzt eine gute Siegesserie starten können. Also jetzt geht's weiter gegen Aue, wieder vor 10.000 Leuten, wieder ausverkauft. Ab nächstem Spiel dann vor 25.000 vielleicht, wenn die Fortuna es schafft, diese 25.000 auch voll zu bekommen. Aber jetzt erstmal volle Konzentration auf Aue und den Tabellenletzten jetzt noch weiter nach unten reindrücken. Und 11 Punkte Abstand zu ihm aufbauen. Das ist das Ziel, also jetzt alles geben. Volle Kraft voraus. Sieg ist das Ziel. Auf geht's. Oh, Jungs, hier kommt die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Thank you.
den Gegner nieder und den Sieg für uns. Ole, Fortuna. Also wenn es darum geht, ob der außerhalb war oder nicht, dann müssten die das doch schon so langsam geklärt haben, oder? Also. Der war doch eindeutig nicht. Cologne, Cologne, die Scheiße vom Dom. Cologne, Cologne, die Scheiße vom Dom. Hey!
24. Fahren überall nur, um dich zu sehen. Und wenn du spielst und wenn du siegst, dann tobt die Kohle, denn wir alle sind verliebt. Oh Fortuna, so wunderschön. Wir fahren überall nur, um dich zu sehen. Und wenn du spielst und wenn du siegst, dann tobt die Kohle, denn wir alle sind verliebt. Wir sind die Fortuna. Wir sind die Fortuna. Der nächste Sieg. Gegen Aue auch gewonnen, 3:1. Ginczek mit seinem ersten Tor für Fortuna, Hennings mit dem Doppelpack und Narei mal wieder mit einem super guten Spiel. Ja, insgesamt kann man eigentlich wieder sehr zufrieden sein, wie das Ganze hier lief. Aue hat eigentlich nichts gebacken bekommen, außer das eine Tor, was einfach aus dem Nichts kam. Fortuna hat sonst eigentlich das ganze Spiel dominiert, absolut hochverdient gewonnen. Die Höhe hätte auch noch ein bisschen größer sein können, man hätte Fortuna noch ein paar mehr Tore schießen können eigentlich. Naja, da kann man sich ja in den nächsten Spielen noch steigern. Jetzt geht es erstmal auswärts nach Regensburg, da will ich jetzt nicht hinfahren, aber das könnt ihr euch dann irgendwo anders angucken, zum Beispiel bei Kurve des Westens, der wird da bestimmt hinfahren. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Heimspiel wieder. Und Fortuna holt dann hoffentlich auch in Regensburg die nächsten 3 Punkte, sodass wir da unten jetzt noch weiter rauskommen. Endlich nicht mehr Relegationsplatz, endlich nicht mehr Abstiegsplatz, sondern jetzt geht es da unten hoffentlich wieder raus mit Daniel Thune. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen und das Spiel. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und ein Abo nicht vergessen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal.